Servus, Salve und Hallo. Es ist Mittwoch. Wir haben den 23. Oktober und es ist 16:56 Uhr. Ich bin ein bisschen früher dran, weil ich nachher ein Webinar gebe. Deswegen muss ich das heute hier ein bisschen früher machen. Das Erste, was ich zeigen will, es kommen jede Menge Zahlen in den nächsten Tagen. Aber muss man halt aufpassen, als Unternehmenszahlen. Das ist von heute, das haben wir mehr oder weniger hinter uns. MTU kommt morgen. Die Daimler kommen am Freitag. Dann, wo waren sie denn? Draton auch am Montag. Adidas Dienstag, das ist immer spannend. Lufthansa auch am Dienstag. Und für die, die es interessiert, HelloFresh. BASF ist am Mittwoch dran. Ist das der Mittwoch? Ja. BASF ist am Mittwoch dran. Und VW auch. Wann kommt denn die V? Vor der Eröffnung. Mittwoch vor der Eröffnung. Die, was haben wir sonst noch für nächste Woche? Irgendwie was Sinnvolles? Nö. Das war's. Also da wirklich mal drauf achten. Da kommen jetzt einige Zahlen. Guckt vorher nach, wo ihr welche Zahlen erwarten dürft. Der DAX bleibt sich treu. Er bleibt in der Range. Er hat Angst, wie viele andere Indizes auch, vor der Wahl. Ich weiß nach wie vor nicht, wer da gewinnt. Das scheint super knapp zu sein. Momentan liegt der Trump ein bisschen vorne. Was nicht unbedingt meine erste Wahl wäre, aber ich muss ja nicht wählen. Wir haben heute hier am Mittwoch genau zur 20-Tage-Linie korrigiert. 19.324 und sind von da aus dann schon wieder im Moment, wenn ich den Film hier mache, bei 19.441. 1, 2, 3, 4, 5. Hier waren wir letzten Mittwoch. Und was mir halt auffällt, ist, wir bekommen hier, ich mache es mal größer, über die traditionelle Sichtweise ein Verkaufssignal. Wir sind weiterhin negativ über die Moderne. Und die Stochastik fällt auch weiter ab. Deswegen ist es heute sehr wichtig gewesen, dass diese 20-Tage-Linie hält. Wir sogar mal schauen, die hat also von gestern, von 19.305, also die steigt ungefähr so 20 Punkte am Tag. Deswegen ist es mir über den Tag hinaus wichtig, dass diese 20-Tage-Linie, die da morgen bei 19.347 liegen wird, dass die nicht unterboten wird. Oder auch dieses Tief von heute. Das sollte nicht unterboten werden. Wenn dem so ist, gehe ich davon aus, dass wir auf dieses Niveau kommen hier. Um die, sagen wir mal, 18.950. Das wird unterstützt von dem Zwischenhoch Ende August und Anfang September und hier von dieser eben, von der damals dort gehandelten 20-Tage-Linie und dem Ausrutscher, den wir hatten bei 18.913. Also dieser Bereich ist dann, weil auch die 20, das untere Band dazu kommt, ist dann schon ein ganz guter Support. Aber jetzt, weil hier hat er es ja gemacht, er hat die 20-Tage-Linie als Sprungbrett benutzt, ob er das jetzt macht. Sagen wir mal so, die Chancen hat er, aber die sind nicht so gut wie hier drüben. Dazu müsste er spätestens morgen hier über den Eröffnungskurs gehen bei 19.542, mit ein bisschen Abstand 19.550 drüber gehen und schließen. Dann behält er sich immer noch die Chance, ein neues All-Time-High zu machen. Ich glaube nach wie vor nicht dran, dass das bis zum Ende der nächsten Woche, also Freitag, was ist dann der dritte, ich glaube es nicht, dass er es macht. Der wird weiter seitwärts tendieren. Hier schiebt sich keiner nennenswert raus. Ich hatte das letzte Mal die Frage gestellt mit den Aktien. Ich werde Aktien mehr machen, auch mit Hilfe des Trader Wingman. Aber nicht vor der Wahl. Das mache ich erst nach der Wahl und ich muss mir auch genau überlegen, wie ich das mache. Ich habe verschiedene Ideen gehabt, die alle wieder verworfen, denn das sind teilweise 50 Aktien. Und vielleicht mache ich es so, dass ich vorher schon die Signale durchgehe und sage, das sind sinnvolle und das sind keine sinnvollen. Also ich reduziere mich nur auf die sinnvollen. Und das muss ich schauen. Das weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall was in dieser Art machen, aber nicht vor der Wahl. Die Scheine sind die gleichen wie letzte Woche. Und ich habe dreimal den hier gehandelt, 19.995, und dreimal immer mit Stop 50 Punkte. Und dreimal gingen die mit 150 Punkten, also einmal 150, einmal 130 und einmal 120 Punkte ins Ziel. Das geht. Ja. Heute war auch, wie gesagt, die 20-Tage-Linie war schon ein ganz guter Support. Wenn man da eine Position eingeht, 50 Punkte Stopp, dann mal gucken, was passiert. War in diesem Fall auch wieder in Ordnung. Heute habe ich es nicht gemacht, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin hier.
Also nach wie vor sehe ich nicht, dass ich im Index irgendwie was machen muss. Ich bin heute ein bisschen reingefallen in die Autos. Die waren heute Morgen auf einmal alle so stark. Das war ja unglaublich. Die VW waren bei 93,40, jetzt sind sie 2 Euro tiefer. Die Mercedes waren auch 1 Euro höher. Und auf einmal werden sie einfach wieder losgelassen. Sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. 19.446, der Stand um 17.02 Uhr. Ich halte mich weiter eher zurück. Das ist Seitenlinie, ist auch eine Position, so sage ich das immer. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.